Schönen Nachmittag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch vor dem Heimspiel morgen am Samstag um 17 Uhr gegen die SV Ried. Bevor ich zu Cheftrainer Manfred Schmidt und unserem Kapitän Markus Suttner komme, die uns die letzten sportlichen Infos liefern werden, wie gewohnt vorab ein paar Infos von meiner Seite. Wir haben letztmals die große Möglichkeit für alle, sich ein Abo zu besorgen. Und zwar, wer sich sein Abo besorgt, jetzt bekommt eine Freikarte für dieses Spiel noch dazu. Es gibt nach wie vor die günstigen Kinder- und Ostabos um 19,11 Euro bzw. um 110 Euro. Alle Infos dazu findet man bei uns auf der Website www.fk-austria.at. Für unseren früheren Tormann-Trainer Franz Gruber, der seit 1999 bei der Austria tätig ist, mittlerweile als Head of Goalkeeping fungiert, ist auch eine Besonderheit. Er hat ein Torhüterbuch geschrieben, gemeinsam mit seinem Kollegen Leonard Zeilinger, der auch Inhaber der UEFA-A-Lizenz ist. Dieses Tormann-Buch gibt es bei uns auch im Fanshop, kostet 24 Euro. Und Franz Gruber wird dazu morgen auch einige interessante Infos im Stadion bei einem Interview liefern. Wir machen auch morgen mit wieder bei den Fairplay-Aktionswochen. Diesmal steht Fußball ohne Ausgrenzung im Mittelpunkt. Es ist Anstoß für soziale Gerechtigkeit das Schlagwort. Die Aktionswochen finden den gesamten Oktober über statt. Und die Austria Wien Frauen haben bereits vergangenes Wochenende im Rahmen des Heimspiels gegen Wacker Innsbruck daran teilgenommen. Die Young Violets werden das heute in Amstetten machen und die Kampfmannschaft morgen. Die Aktivitäten, die rund um diese Fußball ohne Ausgrenzung Aktionswoche gesetzt werden, findet man online, und zwar von der Fairplay-Initiative, die das Ganze organisiert und auch koordiniert. Nach wie vor, auch ganz wichtig in Zeiten wie diesen, gilt die 2G-Regel bitte beim Zutritt zum Stadion. Und den Matchtag-Stil gibt es auch wieder. Diesmal ist es ein Gelee zu einem stark reduzierten Preis, den man online findet. Und damit möchte ich gleich das Wort weitergeben jetzt an Cheftrainer Manfred Schmidt, der uns vielleicht mit den sportlichen Themen versorgt. Ja, Manfred, wie sieht es kadertechnisch aus? Welche Erwartungen hast du vor dem Spiel gegen Ried morgen? Bitte schön. Ja, kadertechnisch ist es eigentlich so, dass wir eigentlich aus dem Vollen schöpfen können. Einzig Huskovic hat heute das Training ausgesetzt, aber ich glaube, dass es nicht so schlimm ist. Das müssen wir noch abklären. Zu der Bedeutung des Spiels ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns, wahrscheinlich für beide Mannschaften. Wir wissen, welche Sprünge möglich sind mit einem Sieg oder mit Siegen in den nächsten Wochen. Deswegen wäre es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wenn wir das Spiel gewinnen könnten. Das ist unser Ziel. Wir wissen aber auch ganz klar, dass wir uns diese Erfolge alle hart erarbeiten müssen. Und das machen die Spieler Tag für Tag und sehe ich auch im Training. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir 3 Punkte machen können. Dankeschön, Manfred. Ja, Markus Suttner sitzt auch aus einem ganz bestimmten Grund heute hier. Er hat bereits 299 Pflichtspiele für den FK Austria Wien bestritten. Sollte er morgen spielen, wäre es das 300. Ja, Markus, ich darf dich bitten, auch ein Statement zum Spiel, beziehungsweise hast du hoffentlich nur schöne Erinnerungen an deine 299 Spiele für Austria? Ja, zum Spiel. Ich glaube, wir haben gesehen, dass wir in den letzten Wochen sehr konstant gespielt haben, haben uns aber leider zu Hause noch einen belohnen können mit einem Sieg. Das wollen wir natürlich morgen schaffen. Weiter einfach mit der Energie, mit der Leidenschaft, die wir jetzt am Platz bringen, einfach das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden, dominieren und die 3 Punkte einfahren. Und ja, zu meinem besonderen Spiel, also ich freue mich natürlich drauf. Es waren schon schöne Momente dabei, mit natürlich erster Saison gleich Cupsieg und natürlich auch Meistertitel, aber auch den einen oder anderen Sieg einfach, der vielleicht schwieriger ausgeschaut hat und wir dann trotzdem geholt haben, oder internationale Auftritte, war einfach, oder auch meine Rückkehr jetzt, war einfach schon schöne Momente und schön, dass ich den 300 erleben darf. Dankeschön, meine Herren, vorerst für die Statements. Jetzt bitte wie gewohnt um Handzeichen, Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Klöbel von der Kronenzeitung beginnt. Manfred, wie kann man den Sutti zum Jubiläum den Sieg schenken, den ersten Heimsieg? Ja, ich glaube, dass wir einfach nur dort anschließen müssen, wo wir in den letzten Wochen aufgehört haben. Wir müssen
konsequent arbeiten. Wir müssen alles abrufen, 100%. Ich glaube, diese Leidenschaft auf dem Platz mitbringen, dann bin ich überzeugt, dass wir ihm einen Sieg schenken können. Wir wissen aber genau, wie schwierig das ist gegen einen gut organisierten Gegner. Wir haben das im ersten Spiel gesehen. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir den Markus einen Sieg schenken könnten oder 3 Punkte schenken könnten. Eine Anschlussfrage. Wir haben am Samstag darüber gesprochen, noch ein Spiel, ob es ein Heimkomplex ist. Du hast Nein gesagt. Ist es ein Thema in der Mannschaft? Beide gleich. Diese Heimserie? Nein. Also ich glaube, es ist einfach trotzdem, man muss diese Spiele ja anschauen. Ich glaube, dass da trotzdem heute am Anfang der Saison ein bisschen diese, haben wir nicht gewusst, wo wir stehen. Viele Spieler haben nicht gewusst, ob sie in der Bundesliga schon reif genug sind. Jetzt da erholen wir uns eigentlich schon im Spiel immer das Gefühl, dass wir einfach die Spiele dominieren. Dann haben wir halt trotzdem noch diese Unerfahrenheit drin teilweise, dass wir halt vielleicht das nicht konsequent mit der nötigen Entschlossenheit oder mit der nötigen Cleverness dann vielleicht die 3 Punkte heimfahren. Aber das ist Erfahrung, da müssen wir einfach als Mannschaft, aber die einzelnen Spieler einfach auch pro mit den Spielen, mit den Situationen lernen, und das machen sie auch, und von daher geht davon aus, dass da jedes Spiel irgendwann einmal der Sieg kommen wird, und ich glaube, dass das morgen der Fall sein wird. Ja, ich kann da nur in dieselbe Kerbe schlagen, also absolut kein Thema bei uns. Wir wissen, was wir zu verbessern haben, was wir noch an was wir arbeiten müssen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit einem Sieg in die Rückrunde starten wollen. Wie gesagt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, und ja, wir sind sehr, sehr positiv, und natürlich wissen wir auch, dass unser Ried den Saisonauftakt irgendwo zerstört hat, und da haben wir noch eine Rechnung offen, und ja, wir wollen diese 3 Punkte unbedingt holen. Weitere Fragen bitte. Thomas Schrenk von der APA macht weiter. Was darf man sich von den Riedern jetzt im Vergleich zum Spiel in die Admira erwarten, beziehungsweise der Andi Herr fällt jetzt aus, sie haben jetzt einen anderen Trainer, auch wenn der Co-Trainer war, aber haben sie die irgendwie dadurch verändert in der Spielweise? Ja, sie sind immer noch sehr, sehr gut organisiert in der Defensive. Was man sieht, ist, sie versuchen, so wie jetzt zuletzt in Graz, einfach mehr zu spielen. Sie versuchen, mehr Ballbesitz zu haben. Sie versuchen nicht nur lange Bälle zu spielen. Ich glaube, dass wir schon sehr konzentriert sein müssen. Das haben wir auch in Ried gesehen, dass 1-2 Situationen so ein Spiel kippen lassen können. Wir waren ja dort, glaube ich, mit 70% Ballbesitz klar überlegen, auch im Gegenpressing. Haben wirklich gutes Spiel gemacht, nur im letzten Drittel einfach nicht zielstrebig genug. An dem haben wir die letzte Woche gearbeitet. Jetzt müssen wir verbessern, und wir haben ja versucht, uns einiges einfallen zu lassen, und hoffe, dass wir das auch so umsetzen. Stefan Oellerer von Önews. Wir haben letzten Sonntag gesprochen. Ried wird natürlich ein anderes Spiel als der Admira. Du hast gesagt, du rechnest mit einer defensiven Rieder Mannschaft gegen seiner gesicherten Abwehr spielen nicht. Wird dann die Austria versuchen, sage ich mal, richtig anzupressen, oder wie dürfen Sie das dann erwarten als Trainer, dass man dann die Mannschaft vorbereitet? Ja gut, wir sind darauf vorbereitet, dass wir ein schwieriges Spiel haben, dass wir Lösungen im letzten Drittel brauchen, dass wir Laufwege brauchen, dass wir Besetzung in der Box brauchen, so wie man es so schön jetzt sagt. Ich glaube, dass das ein Manko war im ersten Spiel, dass wir die Hereingaben von der Seite, das waren ja auch über 30, nicht alle dieselbe Position spielen, und dass der Spieler außen die Möglichkeit hat, 2-3 Optionen sich auszusuchen, und dann gehört einfach diese Entschlossenheit dazu, und ich glaube schon, dass wir jetzt einen Schritt weiter sind im körperlichen Bereich, aber auch taktisch, und deswegen erwarte ich mir von unserer Seite natürlich mehr Torgefahr nach vorne. Dann habe ich noch eine Frage an Markus Suttner. Was hat sich für dich verändert vor dem Auslandsengagement und jetzt die Rückkehr? Jetzt meine ich nicht nur das Stadion und solche Sachen, sondern als Spieler selbst, wenn man da in der Mannschaft spielt. Was ist anders gegenüber früher? Ja, es ist
so wie wir es vorher gesagt haben, es ist ein bisschen mehr Unerfahrenheit. Natürlich auch jugendliche Energie, ist positive, negative vielleicht ein bisschen Unerfahrenheit in schwierigen Situationen. Das ist schon ein Unterschied, weil halt früher schon die Kaderzusammenstellungen ein bisschen anders waren. Aber es hat ja jedes für sich. Jetzt ist einfach der Verein ist im Umbruch. Wir wollen mehr Akademiespieler wieder forcieren. Das ist ja jetzt die Chance für jeden so groß wie nie, einfach bei der Austria Fuß zu fassen. Das müssen wir einfach die Jungs einfach ergreifen und die Chance nutzen. Und von daher, das ist eigentlich für mich der größte Unterschied. Sonst ist von dem her, wie die Leute da im Verein, die Mitarbeiter, aber auch die in der Mannschaft, das Leben für die Austria, da Punkte zu holen und einfach erfolgreich zu sein, das ist für mich gleich. Es ist einfach trotzdem einfach nur die Erfahrung, der Unterschied, und darum müssen wir mit jedem Spiel lernen. Weitere Fragen? Peter Klöbel von der Kronenzeitung wieder. Manfred, es ist nichts Neues, aber trotzdem die wirtschaftlichen Probleme, die diese Woche wieder aufgepoppt sind. Gelingt dir das von der Mannschaft fernzuhalten? Wird es ein Thema? Ist es ein Thema? Also absolut. Wir hatten eine sehr, sehr ruhige Woche. Dass das besprochen wird kurzfristig, ist natürlich klar. Aber viel mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns aufs Sportliche zu konzentrieren. Wir können durch sportliche Leistungen von unangenehmen Themen vielleicht ablenken, und wir hoffen natürlich alle, dass das positiv erledigt wird zugunsten des Vereines. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Das wird an anderer Stelle des Vereins bearbeitet, und ich denke, sehr gewissenhaft und sehr, sehr gut. Die Leute arbeiten mit Hochdruck daran, und meine Aufgabe ist der sportliche Bereich, und daran möchte ich mich auch orientieren. Martin Lang, Radio Wien. Es wäre meine ähnliche Frage gewesen, aber ich vertiefe sie gleich. Zwar trifft da den Markus Suttner. Hängt es jetzt nicht fast bis über Weihnachten hinein wie ein Damoklesschwert über der Mannschaft, die eigentlich ebenfalls unter Druck ist? Wird zu lesen sein von Punkteabzug, möglicherweise bis Lizenzentzug. Gibt es natürlich die Litanei sehr groß dafür, aber es ist schon nicht so einfach, das dann zu verdrängen. Noch dazu, wo ja Spieler, die verhandeln, es wird ja hinter den Kulissen ja auch im Profibereich über gewisse andere Dinge gesprochen, als nur über die Taktik fürs nächste Match. Trifft euch für beide, weil als Trainer frisst du am Ende sowieso die Krot. Ja, wenn ich antworten darf, ich glaube, dass es wenig Sinn macht, jetzt über gewisse Dinge zu spekulieren, die ja noch nicht Fakt sind. Es wird viel spekuliert, es geht in viele Richtungen, über alles zu diskutieren, über alles zu spekulieren, das ist nicht meine Art. Also werde mich damit befassen, wenn es vielleicht einmal so weit ist. Aber ich gehe davon aus, dass das alles im Positiven erledigt wird. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch gut daran tut, sich an ihre sportlichen Leistungen oder auf ihre sportlichen Leistungen zu konzentrieren. Und das Gefühl habe ich im Training, so wie ich schon gesagt habe, extrem ruhige Woche, alles fokussiert. Natürlich war das kurzfristig einmal ein Thema, wo man das 5 Minuten besprochen haben, aber das war nichts Schlimmes, und ich glaube nicht, dass das irgendwie die sportliche Leistung beeinflussen wird. Also ich finde auch, dass es jetzt einfach bei uns eigentlich, natürlich lest man das, oder wir kriegen es natürlich auch mit, aber es beeinflusst uns in dem Sinne ja nicht, weil wir am Platz beeinflussen wir das, was da passiert, und da interessiert mich während den 90 Minuten nicht, was da sonst passiert, da will ich das Match einfach gewinnen. Und wenn wirklich irgendwie in ein paar Monaten ein weiteres Thema werden würde, dann haben wir trotzdem ja auch letztes Jahr schon die Situation gehabt und doch ein paar erfahrene Spieler dabei, die die Situation letztes Jahr schon gut gelöst haben. Und wenn man jetzt dann nachdenkt, haben alle Spieler, einige, die dann im Sommer weggegangen sind, bis zum Ende Leistung gebracht, und die haben wir bei Laune gehalten, weil wir es auch selber motiviert haben und dann auch denen klar gemacht haben, dass sie im Notfall auch für andere Vereine mit Siegen beliebt machen können. Gut, weitere Fragen zum morgigen Spiel. Martin Lang, eine Anschlussfrage wieder. Gilt auch wieder an beide. Lässt sich eigentlich irgendwo absehen, wo die Reise rein sportlich irgendwo hingeht? Die Tabelle ist so eng beieinander, dass du einmal verlieren bist weiter unten, bist weiter oben. Würdet ihr sagen, ja, wir sind auf jeden Fall irgendwo im Rennen für nächstes Jahr am Europacup-Plätze von der Qualität, wie man spielt dabei, also nicht rein vom Tabellenstand her, weil das ja immer noch wahrscheinlich irgendwo der eigene Anspruch wäre. Lasst sich da irgendwas um die Jahreszeit erkennen?
Also ich finde, das ist ja für uns so, wir waren vor ein paar Runden einmal Letzter. Da hätten ja, glaube ich, viele geglaubt, dass wir mit unserer jungen Mannschaft, glaube ich, brechen und dass wir dann vielleicht wegbrechen. So wie es war nicht der Fall. Wir sind dran gewachsen, sind zusammengewachsen, sind mitten im Rennen um diese Plätze, genau da, wo wir sein wollen. Wenn man jetzt aber auch die Spiele genau anschaut, hätte man mit ein bisschen mehr Spielglück den einen oder anderen Sieg vielleicht sogar mehr holen können und dann war man in ganz anderen Gefilden, wo wir dann vielleicht aber auch wieder nicht hingehört hätten, zu jetzigen Zeitpunkt schon. Ich glaube, wir sind gerade gut da, wo wir sind. Wir sind in dem Pulk drinnen, wollen natürlich jetzt dann mit Siegen uns da nach oben arbeiten, dass das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen in der Mannschaft noch mehr wächst und dass wir dann die Spiele noch mit einer größeren Brust angehen. Ja, von meiner Seite, ich glaube, der Markus hat das gut damit beantwortet. Mir ist nur wichtig, dass man schon sieht, wenn man die ersten Pressekonferenzen gesehen hat, auch nach den ersten Spielen, war ja immer das Thema, dass wir komplett neu zusammengewürfelt sind, dass wir ein Team werden müssen und das entsteht mittlerweile. Und das wollen wir weiterentwickeln, natürlich im sportlichen Bereich, im taktischen Bereich, im körperlichen Bereich wollen wir das alles holen. Aber man sieht, dass jetzt viel über die jungen Spieler gesprochen wird. Aber der Stamm oder es gibt ältere Spieler, die jetzt wirklich Woche für Woche auch Top-Leistungen bringen, so wie der Markus selber auch. Aber es gibt einen Lukas Mühl, einen Teigl, der letzte Woche ja überraschend für alle wirklich eine Top-Leistung gebracht hat. Es gibt Marco Djuricin, der sich da unterordnet, der läuft, der kämpft für die Mannschaft. Und es sind noch einige andere dabei. Also es geht nicht immer nur um die Jungen. Es gibt dann Alexander Grünwald, der wenig Rolle spielt, aber der sich für die Mannschaft aufopfert im Training, die Jungs pusht vor dem Spiel, auch beim Aufwärmen schon. Also ich habe das Gefühl, der Verein, die Mannschaft hat diese Situation angenommen. Wir haben gesagt, das wird schwierig, sieht man auch jetzt wieder und wir wollen da gemeinsam durchgehen. Und wenn wir da durchkommen, glaube ich, ja, dass viel möglich ist und dass die Tabelle zeigt es ja auch. Deswegen ist es ein wichtiges Spiel für uns, dass man mit ein, zwei Siegen relativ schnell ganz vorne dabei ist, aber genauso ganz nach unten gehen. Wenn du ein bisschen Spielpech hast oder Glück hast, je nachdem, wird sich das dann gestalten. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Stefan Oellerer von Önius. Bitte, Ralf. Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Routiniers. Du hast es angesprochen, Alex Grünwald. Ist das ein Zeichen, wie gut die Mannschaft zusammenhält, dass diese erfahrenen Spieler nicht eine schlechte Laune haben, wenn sie nicht drankommen und die Mannschaft pushen, wie du gesagt hast, im Training? Oder sagst du, ja, das haben wir gut gemacht und die ziehen da alle an den Strang und es scheint was zu werden? Also das ist nicht nur eine Arbeit von mir, das ist vom gesamten Team, von der Staff rundherum. Es war unser Ziel natürlich, ein Team zu schaffen, das zusammenhält, das sonst anders halte ich das nicht für möglich. Aber es ist natürlich nicht so, dass die glücklich sind, dass sie nicht spielen. Also Alexander Grünwald ist zum Beispiel nur schwer enttäuscht, wenn er nicht reinkommt und wenn dann einer nach dem anderen eingewechselt wird und er hat wieder nicht gespielt, obwohl er ja im Training gute Leistungen bringt. Also es sind immer so Gedanken, Überlegungen kurzfristig, wo sie sich dann vielleicht nicht ausgeht, aber der ist schon richtig enttäuscht, wenn er nicht spielt, so wie die anderen auch und das ist auch gut so. Aber die Frage ist immer, wie lebt man das aus, wie geht man damit um? Bringt man dann Leistung im Training und möchte man den Trainer zeigen, okay, ich bin bereit, ich möchte es unbedingt und ich werde dir beweisen, dass ich spielen müsste eigentlich. Oder lässt man sich hängen und das Hängen haben wir Gott sei Dank in unserer Mannschaft nicht. Und das ist auch ein Zeichen, dass da die älteren Spieler sehr gut einwirken, allen voran auch der Markus. Und ja, da ist gerade ein Gebilde zusammen, das wächst und das vielleicht gestärkt herausgehen wird. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ja, Thomas Schenk von der APA wieder. Nur zum Personal. Huskovic ist angeschlagen, glaube ich, oder einfach nur. Der hat heute nur ausgesetzt, es wird abgeklärt. Ich denke, dass es nicht schlimm ist. Wird man morgen sehen, wie es ihm geht. Genaueres weiß ich noch nicht. Und beim Demarco und beim Fitz, wie schaut es da aus? Die sind voll im Trainingsbetrieb drinnen, also stehen zur Verfügung. Ich glaube. Markus. Ja. 300 Pflichtspieler, du wirst ja sicher noch ein paar spielen wollen. Ich glaube, der Vertrag rennt auch nächstes Jahr aus, ja. Soviel ich weiß. Wie schaut es? Hat es da schon ein Gespräch gegeben? Oder? Ich glaube, wenn man älter wird, dann glaube ich, lassen sich da alle Türen offen. Ich glaube, es muss für den Verein und für mich dann einfach dann die optimale Lösung geben. Wir werden uns da
dass die Austria mein letzter Verein sein wird, glaube ich, das habe ich schon gesagt, wie ich gekommen bin. Von daher warten wir mal ab, wie die Sache entwickelt und was dann beide Seiten wollen. Und dann wird es auch keine Zeitfrist geben, wo wir uns zusammensetzen müssen. Gut, ich denke, ein schönes Schlusswort. Dann sagen wir Dankeschön für Ihr Interesse, wünschen einen schönen Nachmittag und Anpfiff am Samstag um 17 Uhr in der Generalarena. Dankeschön, Servus und bleiben Sie gesund.